Deswegen gute Morgen wünsche ich den Daniel hier an der Daniels Kitchen Show. Und wir machen heute eine Pfeffersauce. Also besser, ja. Ja, dafür brauche ich ein bisschen Butter, und die wärmen das Ding an. Ob ganz volle Pulle, wir werden, dass das warm geht. Also ein bisschen Butter, Zwiebeln rein. Ein bisschen Brandy, Pfeffer, gemahlene Pfeffer, und wir wollen Salz, und wir brauchen noch nach ein Gewürz, ein Pfeffergewürz, hier drauf zu machen. Da kann ich so Dinge neu dran machen. Tut nur du machen, wenn wir Hanno flambieren. Die Butter, die kann ich rum setzen, sonst schmilzt die. Hopp, alle drei mal lang. So etwas getrunken. Ein Energiedrink. Kochle verloren mal. Das Bär geschmolzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, dann machen wir Eis. Zwiebeln dran. Die muss in rein geschnitten gehen. Die Räder. Ich weiß nicht, wie ich auch reisen. Pfeffer, die muss gemolzen gehen. Entweder hat man einen kleinen Hummer oder etwas Stabiles für den Kern platt zu drücken, oder die hält den Moulinex. Und dann einfach so dran machen. So können wir Eis Zwiebeln dran setzen. Das brauchen wir nicht mehr. Nur schließen wir das 1 Minute an. Aber nicht mehr 1 Minute. Voilà. Hol mal ein bisschen raus. Und da setzen wir sie rum dran. Nach 12 Sekunden. Voilà. So, mach ich noch ein bisschen warm. Voilà, nun geht es dem Wurst. Wir setzen sie aus dem Feuer. Da könnt Eisen Dingen. Den holen wir und dann
Bah. Je ziet dat. Moet kans dat krijgt daar maar mee doorzien. Voilà. Dat is also maar mijn eigen raam dran. Dus we gaan de best zijn. Kachen. Moet goed kachen. Du kannst ihn noch so gut als Paarverkehr dran machen. Ein bisschen Salz. Und noch ein bisschen die Pfeffer. Das war es gewischt. Voilà. Alles zu fertig. So, ich merci für nur zu gucken. Nicht vergessen zu liken auf Facebook, Instagram und Twitter. Und danke merci um mein Follow. Danke Cousin Jesch.